Ohne Not in den Notfall. Das beschreibt die Politik von Robert Habeck, der mittlerweile Wirtschaftsminister geworden ist, recht gut. Wahlweise dürfen die Deutschen im Winter für den Frieden in der Ukraine nun frieren oder hungern. Und weil das so ist, weil die Russen die Gaslieferung gedrosselt haben aufgrund der Sanktionspolitik, aus dem sehr klugen Europa, ist es so, dass nun der sogenannte Notfallplan Gas zweite Stufe gezündet wird. Und auch jetzt ist das alles einhergehend mit enormen Energiepreissteigerungen. So ist zum Beispiel der Gaspreis pro Kilowattstunde um 73% im Vergleich zum Vorjahr bereits gestiegen. 73% innerhalb eines Jahres. Das muss man sich mal vorstellen. Und diese Entwicklung ist ja nicht unmittelbare Folge des Krieges in der Ukraine. Wir hatten die Preissteigerung bereits vorher. Energiepreissteigerung, die Preise an der Zapfsäule. Warum? Weil diese Bundesregierung gar nicht will, dass hier noch weiter geheizt wird oder dass sie mit ihrem Auto vernünftig Auto fahren können. Man möchte die Preise so weit hochschrauben, dass Autofahren über den Preis verunmöglicht wird, damit man irgendwann dann die Elektroautos fährt, die sich aber niemand leisten kann. Aber eins nach dem anderen. Zu was führt die Sanktionspolitik gegen Russland? Ganz einfach, es führt dazu, dass die Russen woanders hin verkaufen. Und zwar wohin? Sie verkaufen gerade an Indien und China. Und die haben ihre Öl- und Gasimporte aus Russland vervielfacht. Allein China hat die Bezugsmenge von russischem Öl um 55% erhöht. Aber nicht nur China, Indien, eine sehr, sehr spannende Zahl. Indien hat nämlich den Import von russischem Öl um das 31-fache gesteigert. Warum? Um dieses importierte Öl wieder nachher an die Europäer zu verkaufen. Was machen wir Europäer? Wir nehmen das auch noch ab durch einen Zwischenhändler. Und zwar zu überteuerten Preisen. Da kann man sich nur noch an den Kopf fassen. Und vor allem britische, norwegische und schwedische Reedereien sind es damit beschäftigt, Europa mit aus Russland exportierten, über Indien geliefertem Öl da nach Europa zu bringen. Und doch spätestens jetzt muss doch einfach klar werden, dass diese Energiepolitik dieser deutschen Bundesregierung so unglaublich unseriös ist, dass wir so schnell wie möglich umstellen müssen. Wir brauchen eine Diversifikation der Energieversorgung. Dazu gehört die Kernkraft, Forschung und Entwicklung in zukünftige Technologien, aber auch endlich die Streichung von sämtlichen Energiesteuern. Die Regie sagt mir, ich soll das jetzt im totalen Sympathie-Style machen. Es sei total wichtig, soll das jetzt in jedem Video von mir geben. Also mache ich das. Zukünftig nichts mehr verpassen. Jetzt meinen Kanal abonnieren und Benachrichtigung aktivieren. Mach dir nochmal bitte vielen Dank dahinter. Was? Bitte vielen Dank dahinter. Vielen Dank. Mhm. Ich bin jetzt nochmal da. Meine Regie sagt mir jetzt, ich habe das vielen Dank am Ende vergessen. Und deswegen sage ich das jetzt. Also nochmal alles von vorne. Zukünftig nichts mehr verpassen. Das habe ich hier auf meinem Zettel stehen. Jetzt Kanal abonnieren und Benachrichtigung aktivieren. Vielen Dank. Ich hoffe, ihr seid jetzt zufrieden. Vielen Dank.